Tatsächlich ist es ja so gewesen, das haben wir jetzt an verschiedenen Stellen schon gehört, dass der Papst sich zum Beispiel im Hirtenbrief an die Iren eingelassen hat in der Frage des sexuellen Missbrauchs. Er hat sich auch zum Missbrauch in Deutschland vorher ja schon geäußert. Im Februar war das beispielsweise. Wie viel muss er Ihrer Meinung noch sagen, damit Sie ihm Bußfertigkeit abnehmen? Also ich glaube, vor allen Dingen muss sich die ganze Sexualmoral ändern. Die Kirche ist so rigide in dem, was sie verlangt von den Gläubigen. Und sie hält es selber nicht ein. Es ist sozusagen die Bigotterie, die Verlogenheit der Kirche, die mich unheimlich ärgert, ist die Verlogenheit der Priester. Was denn ich meine, Einzelnen? Zum Beispiel Homosexualität. Werden. In Deutschland oder so, wenn ich mit internen Leuten spreche, sagen sie, 40% der katholischen Priester werden geschätzt, dass sie homosexuell sind. Solche das hat nichts mit Päderastie nicht zu tun. Wissen. Das heißt, wenn sich alle... Wenn sich alle... Herr von Braun, um es klar zu machen, das ist ein Gerücht, für das Sie einen Beleg haben? Haben Sie einen Beleg? Ich kann es nur interne Zahlen sozusagen von Leuten, die in der Kirche sind. Und Sie wissen selbst, wie viele Priester homosexuell sind. Und Sie wissen auch, wie viele Priester mit ihren Haushälterinnen zusammenleben. Wie wenig Priester sich um diese rigide Sexualmoral selber kümmern. Und das ist die Verlogenheit. Und die kriegen wir immer erst raus durch solche Fälle. Die Klarheit des Vertrauens in ein Versprechen. Erstmal gilt das Moment des Vertrauens in ein Versprechen, das die Priester gegeben haben, wenn sie den Zölibat geloben bei ihrer Diakonenweihe. So wie es genauso bei Ehepaaren ist, von denen ich annehme, dass sie treu bleiben, wenn sie sich gegenseitige Treue versprochen haben. Zweitens gibt es unendlich viele Priester, die gerade deswegen so kräftig ihren Glauben bezeugen können, weil sie im Zölibat leben. Und weil es darum geht, zu zeigen, ganz für Gott und ganz für die Menschen da zu sein. Sie das wirklich tun? Das tun sie mit großer Kraft. Rosa, und Sie dann arbeiten wir auch, mit Unterstellung, die dass, ganze Zeit mit Unterstellung. Dann wissen wir auch, und das gehört zur Bußfertigkeit der Kirche, dass es unter diesen Leuten solche Sünder gibt, wie sie woanders auch gibt. Aber für dafür mich ist gibt es keine Buße. Sünde, ich meine, homosexuell zu sein. Sondern das für ist mich eine Sünde, das, was, wissen Sie ja ganz klar und eindeutig, dass es das ist. Für mich ist das was ganz Natürliches. Das widerspricht der Natur. Die Natur des Menschen ist angelegt auf das Miteinander von Mann und Frau. Völliger Quatsch. Das glauben Sie doch selbst nicht. Jetzt würde ich aber tatsächlich gerne mal nachfragen. Warum genau maßt die Kirche sich an, den Menschen vorzuschreiben, welche Sexualität sie leben dürfen? Die Kirche selbst maßt sich das gar nicht an. Was die Kirche tut, ist zu sagen, was von Gott her für uns Menschen gedacht ist. Aha. Und da wir Menschen von Gott geschaffen sind als Mann und Frau, auf das wir uns ergänzen. Sie haben mit Gott gesprochen und er hat Ihnen das gesagt. Und Kinder zur Welt bringen und deswegen dafür sorgen, dass in Ehe und Familie die Gesellschaft wächst und lebt. Darum ist das so. Das aber, ist aber Herr Bischof, ich glaube, wächst und lebt. Was tun Sie dafür, dass die Gesellschaft wächst so, wie er ihn gemacht hat? Was ist das für Ruhe? Ja. Erstens. Indem ich das, was ich jetzt zum Beispiel sage, laut sage und verkünde, damit deutlich ist, das gehört zu den moralischen Normen, nach denen der Mensch sich zu richten hat. Und zweitens, von wem kommen die moralischen Normen? Zweitens, indem ich deutlich mache, Sexualität hat wesentlich mit Liebe zu tun. Und Liebe erfüllt sich in der Gemeinschaft von Mann und Frau, die sich auf Kinder hin öffnet. Völliger Blödsinn. Drittens, die Sexualität hat viele, viele Möglichkeiten, viele Blumen. Und Sie können nicht die Arroganz haben, für andere zu bestimmen, was richtig und falsch ist. Was ich in zölibatärer Weise lebe, nämlich für Gott und den Menschen da zu sein. Frau Kubi.